Hallo zusammen. Neue Videoreihe, Thema ist Flag Football vom American Football. Es ist die kontaktlose Variante, die super für den Schulsport geeignet ist. Ich habe mich direkt mal passend zur Videoreihe gekleidet im Football-Trikot. Und wir gucken uns heute an, was ist eigentlich Flag Football? Vorab, die ganze Reihe richtet sich so ein bisschen an das NFL-Flag-Programm für die Schulen. Heißt, einige Regeln, aber es sind nur wenige, sind ein bisschen abgeändert von den ganz normalen Flag-Football-Regeln. Da gehe ich dann aber auch manchmal drauf ein und erkläre euch, was da anders ist. Die Regeln sind aber so abgeändert, dass es, wie gesagt, super für die Schule geeignet ist. Heute der Inhalt. Damit das Video nicht zu lang wird, geht es heute wirklich nur ganz, ganz grob darum, wie das Ganze funktioniert. Wir gucken uns die Ausrüstung an. Was ist das Ziel des Spiels? Welche Werte sollen vermittelt werden? Das ist auch interessant für den Schulsport, warum das dadurch legitim ist, das da auch zu machen. Dann gucken wir uns mal das Spielfeld an, das ist eigentlich ganz interessant. Und wir fangen mit den ersten Regeln an. Aber Regeln gibt es beim Flag Football sehr, sehr viele und deswegen ist das auch erst der erste Teil der Regeln. Die anderen kommen in den nächsten Videos nach und nach immer mehr dazu. Wie gerade schon gesagt, heute im Video wirklich nur die ganz, ganz grundlegenden Sachen, damit man danach ungefähr weiß, wie das Ganze funktioniert. Im nächsten Video erkläre ich euch, welche Positionen es gibt und erkläre euch die einzelnen Positionen. Dann wird schon deutlich übersichtlicher, wie dieses Spiel funktioniert. Ausrüstung, was braucht man? Man braucht eigentlich gar nicht so viel. Man braucht natürlich einen Football. Die sehen so aus. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Dann braucht ihr außerdem einen Flaggengürtel. Und der sieht so aus. Und der wird immer über dem T-Shirt getragen. Das seht ihr jetzt gleich auch im nächsten Bild. Hier, dieser Gürtel ist hier über dem T-Shirt festgemacht. Und die beiden Flaggen sind seitlich platziert, sodass man da gut drankommen kann. Man darf das nicht extra verhindern, dass der Gegner drankommt. Ziel ist es nämlich, anstatt jemanden umzutackeln, also umzurammen, die Flaggen abzuziehen. Sieht man hier unten in dem Bild ganz gut. Da wird nämlich gerade von diesem Arm hier, der da reinkommt, wird diese Flagge, die hier mal hing, gerade abgezogen. Dann braucht man noch irgendwelche Spielfeldbegrenzung fürs Spielfeld, um das aufzubauen. Das sollte klar sein. Also ihr seht, eigentlich braucht man nicht viel, aber man braucht natürlich ein bisschen spezielle Sachen. Man kann aber auch, um das mal in der Schule einfach auszuprobieren, vom Prinzip her, anstatt dem Football einen normalen Ball benutzen. Und für die Flaggengürtel kann man auch irgendwelche anderen Bänder am Anfang mal benutzen, um die in die Hose reinstecken, wie man das auch bei anderen Fangspielen kennt. Was ist das Ziel des Spiels? Ganz, ganz einfach gesagt, mehr Punkte erzielen als der Gegner. Das sollte logisch sein. Und wie kriegt man Punkte? Mit einstudierten Spielzügen. Es werden immer Spielzüge nacheinander gespielt. Nicht wie jetzt beispielsweise beim Fußball oder bei ganz vielen anderen Sportarten, wo das Spiel durchläuft, sondern eher so vom Prinzip wie beim Volleyball oder Badminton, dass es einzelne Spielzüge gibt. Wie das genau funktioniert und abläuft, ist auch wieder anders als beim Volleyball und Badminton. Das erkläre ich euch nachher noch. Aber immer Spielzüge hintereinander und die werden eigentlich vorher einstudiert. Bei den Spielzügen wird entweder der Ball geworfen oder er wird an jemand anderen übergeben. Wenn man in die Endzone, das ist hier oben in diesem Minispielfeld, das schon mal angezeichnet ist, in Orange, wenn man da mit dem Ball reinkommt, hat man einen Touchdown gemacht und dann bekommt man Punkte. Und das kann man machen, indem man da reinläuft mit dem Ball in der Hand. Oder man fängt den Ball in der Endzone. Welche Werte sollen hier vermittelt werden, die eigentlich ganz gut sind für den Sportunterricht? Im American Football und auch beim Flag Football steht der Respekt ganz, ganz weit oben. Sowohl im eigenen Team als auch dem Gegner gegenüber und auch ganz wichtig auch dem Schiedsrichter gegenüber. Verantwortung: Man hat relativ kleine Teams. Dementsprechend ist jeder Einzelne wichtig für das Team. Und es gibt verschiedene Positionen. Das heißt, es kann der große, schnelle, starke sehr nützlich sein. Das kann aber auch der ganz kleine, schnelle, der sich gut irgendwo durchwurseln kann, auch sehr nützlich sein. Also hier können viele Leute nützlich sein, um so ein Spiel zu gewinnen. Widerstandsfähigkeit, auch eine wichtige Sache. Regelmäßiges Training bringt einen weiter. Und gerade beim Football gibt es immer Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Das heißt auch, es kann auch mal sein, dass man über längere Zeit den Ball nicht bekommt. Und sowas gehört dann auch dazu. Und da lernt man so ein bisschen diese Widerstandsfähigkeit. Jetzt haben wir hier das Spielfeld. Und wie eben schon gesagt, haben wir links und rechts zwei Endzonen, da wo man nachher reinkommen muss. Die sind 10 Yards lang und 25 Yards breit,
Ein Yard ist ungefähr 91 Zentimeter. Da das Ganze aus Amerika kommt, wird es in Yards angegeben. Wir können aber diese kleine Differenz da vernachlässigen und das einfach als Meterangaben annehmen. Natürlich muss man diese Größe des Spielfeldes an die gegebene Halle anpassen. Wenn man im Sommer draußen auf dem Platz spielt, kann man das ganze Spielfeld aufbauen. Wichtig ist, dass hinter der Endzone zwei kleine Bereiche mit jeweils 5 Yards kommen, auf beiden Seiten. Und in der Mitte ist dann halt der Rest und ganz in der Mitte natürlich die Mittellinie. Die Endzonen sollten ungefähr 10 Yards lang sein. Die verkleinern sich auch ein bisschen, damit das Spielfeld sich verkleinert, aber die sollten nicht kleiner als so 7 Yards, also 7 Meter sein, da man da auch noch gut reinkommen soll und da auch ein bisschen Platz drin haben muss. Wir gucken uns jetzt mit dem Spielfeld so ein bisschen an, wie so ein Spiel das Spiel losgeht und wie das Ganze dann abläuft. Erster Teil der Regeln. Es spielt immer Offense gegen Defense, also Offensive gegen Defensive. Das ist beim Flag Football so eine Sache. Man benutzt die amerikanischen Begriffe und es wird 5 gegen 5 gespielt. Das heißt, es kann sein, dass du nur in der Offense oder nur in der Defense bist und dann auch nur die Hälfte des Spiels wirklich auf dem Feld bist. Also es ist nie das ganze Team auf dem Feld, immer nur ein Teil vom Team. Die Offense startet an der eigenen 5-Yard-Linie. Das ist hier diese gestrichelte Linie. Oder wenn man von hier anfängt, diese. Die waren ja 5 Yards von der Endzone entfernt. Wir bleiben mal hier rechts. Und dann denkt man sich eine Linie, die ist zwar jetzt hier gerade eingezeichnet, und die nennt man Line of Scrimmage. Das ist immer die Linie, wo ein nächster Spielzug losgeht. Die nennt sich Line of Scrimmage. Der Ball darf dann einmal pro Spielzug nach vorne gepasst werden oder an einen Mitspieler übergeben werden. Dann hat man insgesamt 4 Versuche, um von hier erstmal bis zur Mittellinie zu kommen und danach 4 weitere Versuche von hier in diese Endzone zu kommen. Es ist völlig in Ordnung, wenn man in einem Versuch über die Mittellinie kommt und mit dem nächsten direkt in die Endzone. Diese 4 Versuche sind nur so eine Maximalangabe, weil wenn man das nicht schafft, bekommt die gegnerische Offense, die Offensive, den Ball und darf dann bei sich selbst an der 5-Yard-Linie anfangen. Wie schon eben mal gesagt, das Ganze läuft immer in Spielzügen ab. Und wo man da immer genau startet, außer beim ersten Mal, wo man ja hier an der 5-Yard-Linie startet, gucken wir uns jetzt mal an. Das hängt davon ab, wo der vorherige Spielzug endet. Wenn man versucht, einen Ball zu werfen, also zu passen, und der kommt nicht an, das heißt, der Ball berührt den Boden, dann geht es wieder zurück an die Line of Scrimmage und es wird von da aus weitergemacht. Es geht übrigens auch nicht, dass der Ball erst den Boden berührt und ihr den von da aus fangt, dann ist er trotzdem nicht gefangen. Also er muss sofort gefangen werden, ohne den Boden zu berühren. Also wenn das der Fall ist, geht es wieder zurück nach hier. Bedeutet, wenn man viermal versucht zu passen und der Ball wird viermal nicht gefangen, ist man nicht auf die andere Seite gekommen und die Gegner bekommen den Ball. Dann kann der Spielzug auch enden, wenn die Defense dem Ballträger eine Flagge vom Gürtel abgezogen hat. Das haben wir eben auf diesem Bild gesehen. Also sobald wir einen Ballträger ausgemacht haben, der mit dem Ball läuft, müssen wir versuchen, als Defense dem diesen Gürtel abzuziehen. Ganz wichtig, wenn man einen Ball gefangen hat, darf man auch weiter nach vorne laufen. Man darf den Ball also auch hier fangen und versuchen weiter zu laufen, solange bis diese Flagge abgezogen wurde. Außerdem endet der Spielzug natürlich auch, wenn der Ballträger mit dem Ball ins Aus läuft. Wenn eins von diesen beiden Sachen hier passiert, dann startet der nächste Spielzug exakt an dieser Stelle. Und hier steht LOS, Line of Scrimmage, die verschiebt sich dann nach vorne. Ich zeige euch mal hier mit dem Laserpointer ein Beispiel. Wir passen ein paar Meter nach hier vorne. Da steht unser Mitspieler. Und der läuft dann noch bis hier und hier wird ihm die Flagge abgezogen. Dann geht der nächste Spielzug exakt auf dieser Höhe, und zwar genau in der Mitte, also hier, weiter. Und hier haben wir dann die neue Line of Scrimmage. Man hat also dann, wenn das der erste Versuch gewesen wäre, 3 weitere Versuche, um über die Mittellinie zu kommen. Außerdem ist es noch wichtig, diese gedachte Linie, diese Line of Scrimmage, da steht dann in der Regel der Schiedsrichter, damit man das sieht. Und es darf kein eigener Spieler vor Beginn des Spielzuges darüber gehen. Also man kann nicht schon sich hier hinten vorher freilaufen, sondern wenn der Spielzug losgeht, dann darf man nach vorne laufen und sich für den Ball freilaufen. Außerdem endet ein Spielzug natürlich, wenn man in die gegnerische Endzone läuft. Letzter Teil für die Regeln von heute. Was ist für alles verboten? Absichtliches Blocken oder Umlaufen des Gegners. Also nicht umlaufen rundherum, sondern wirklich so, dass er umfällt.
Weil das Ganze soll ja ohne Körperkontakt oder möglichst ohne Körperkontakt passieren. Tätlichkeiten oder Beleidigungen sollte klar sein, dass das verboten ist. Dann ist es auch verboten, das ist wichtig, das macht man am Anfang gerne, die eigene Flagge mit den Händen zu verteidigen oder zu verstecken. Also ich darf nicht hier hingehen und sagen, weg hier und versuche mit meiner Hand den Gegner davon abzuhalten. Ich muss immer die Leute da ranlassen, wenn sie denn so nah dran kommen. Also nicht mit den Händen verteidigen. Außerdem ist verboten, Flaggen von Spielern abzuziehen, die nicht im Ballbesitz sind. Und man darf auch nicht, wenn einmal nach vorne gepasst wurde, im selben Spielzug nochmal wieder weiterpassen. Das wird auch ganz gerne gemacht am Anfang. Wenn so gegen so Regeln verstoßen wird, gibt es eine Strafe. Wie diese Strafen genau ausgelegt werden, machen wir noch in einem der nächsten Videos, weil so langsam wird das Video hier relativ lang. Wir kommen jetzt nämlich gleich zum Ende. Als Ausblick, wie gesagt, das waren jetzt gerade so die ganz, ganz groben Regeln. Ich erwarte nicht, dass du durch dieses Video jetzt schon zu 100% weißt, wie das Spiel funktioniert. Das kommt jetzt noch mit dem nächsten Video rein. Für die, die schon allgemein ein bisschen Ahnung vom Football haben, war hier wahrscheinlich auch nichts Neues dabei. Im nächsten Video gucken wir uns dann nämlich erstmal an, welche Positionen gibt es eigentlich. Jetzt haben wir mal von Offense und Defense geredet, aber da gibt es auch verschiedene Positionen, die haben verschiedene Aufgaben. In der Offense gibt es den Center, den Quarterback, den Running Back und den Wide Receiver. Und in der Defense den Linebacker, den Defense Back und den Safety. Und bei den einzelnen Positionen kommen auch immer wieder neue Regeln dazu, weil jede Position hat ein paar Regeln zu beachten. Und dann gucken wir uns auch an, wofür gibt es wie viele Punkte. Das war's jetzt. Ich hoffe, das Video war dir jetzt nicht zu wuselig. War sehr viel drin. Und die Basics am Anfang erstmal sinnvoll aufzuteilen, war gar nicht so einfach. Ich hoffe, du bist beim nächsten Video wieder dabei. Wie gesagt, dann geht's so langsam ins Spielverständnis. Nach dem nächsten Video wirst du, glaube ich, genauer verstehen, wie das ganze Spiel abläuft. Wir sehen uns dann wieder. Bis bald.